herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Swap-Ausbeute von der Onstage-Veranstaltung in Wiesbaden. Ich habe ja am Mittwoch schon das Video veröffentlicht. Da hatte ich hauptsächlich Karten, wobei da waren auch schon Verpackungen mit dabei. Heute geht es jetzt nochmal weiter mit hauptsächlich Verpackungen. Und wie gesagt, damit das nicht ausufert, habe ich dieses Video in zwei Teile geteilt. Das war unsere Tischdeko. Ein schöner, schöner Schmetterling, den du noch nicht kennst. Aber dazu kann ich sagen, lass dich überraschen. Mein Namensschild, das trägt also jeder von uns, hat so ein Namensschild unter um den Hals. Das ist eigentlich ganz schön, denn man kann ja gar nicht jeden kennen. Ne? Also bei 1200 Leuten ist das ja ganz cool, wenn man mit jemandem spricht und dann weiß, wen man da gegenüber hat. So, nun wollen wir nicht lange reden. Wir starten gleich mal. Dieses schöne Geschenk ist von meiner Downline, Alexandra Grape, vielen von euch bekannt, Pinsel, Schere und Co. Alexandra macht super schöne Anleitungsvideos. Ich weiß, viele meiner Kunden gucken sehr, sehr gerne bei ihr. Und umso mehr freue ich mich, ich glaube, sie hat sogar hierzu auch ein Anleitungsvideo schon veröffentlicht. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich auch eins in echt bekommen habe. Alexandra, vielen herzlichen Dank. Ja, weiter geht's. Es gab also richtig Geschenke. Das ist hier zum Beispiel von Nadine Strunk. Ach, ein Duftlicht. Die hat hier... Muss ich doch gleich mal aufmachen. Eine Duftkerze. Tatsächlich, die hat hier eine Duftkerze drin. Ja, danke schön. Dann habe ich noch ein richtig tolles Geschenk bekommen von der lieben Franzi aus Leipzig. Die hat nämlich Meersalzpeeling selber gemacht. Hier oben und dann mit den frechen Früchtchen auf Aquarellpapier die Deko gemacht. Kann man das sehen? Holzlöffel dran, Meersalzpeeling. Ja, Franzi, vielen, vielen Dank. Es ist ein total schönes Geschenk. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Das ist auch richtig schwer. Dann haben wir eine sehr coole Idee, wie ich finde. Das ist ja eine selbstschließende Box, die ist vielen von uns schon bekannt. Und die ist aber jetzt nicht aus Designerpapier, die ist aus alten Katalogseiten gebastelt. Da drin ist hier ein kleiner Anhänger. Das wird sie vermutlich auch mit Schrumpffolie gemacht haben. Und jetzt gucke ich mal, wie das ist. Das ist Melanie Seifert. Ja, coole Idee, Dankeschön. Dann haben wir hier wieder mal ein Täschchen. Ich muss das vorsichtig öffnen. Ist ja auch süß hier mit dem Einhorn. Ne? Und da drin sind noch ein paar Ostereier. Oh, da. Ilka Teschke. Danke. Auch immer wieder beliebt, diese kleinen Schachteln. So eine könnte ich eigentlich auch noch mal machen als Video. Also wirklich schön und ist auch süß mit dem Einhorn. Ne? Also erstes passt da tatsächlich richtig gut rein. Dann eine, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die sich hier öffnen. Muss man das abschieben? Nee, man muss es aufknoten. Hoch. Und eine kleine Süßigkeit. Jetzt will ich mal eigentlich mal gucken, ob der Name irgendwo ist. Leider nicht. Kann ich jetzt hier leider nicht sagen, von wem diese kleine Schachtel ist. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Das Band wird hier durchgezogen und dann oben verknotet. Also die kannte ich jetzt noch nicht, die Schachtel. Dann wieder die Schachtel voller Liebe. Petra Lorenz, die hat noch ein Innenleben hier gebaut, ein Schächtelchen, eine kleine Süßigkeit rein. Und ich höre, da ist ein Magnet hinter. Dann eine Diamantbox, Schnipseldesign. Die liebe Renate aus Österreich. Mal schauen, was die da drin hat. Wow. Ein Lippenpflegebalsam. Luxus. Luxus, das finde ich gut. Luxus ist immer gut. Und dann wollen wir gleich mal schauen. Den hat sie selber gemacht. Ach, ich fasse es nicht. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau wie Franzi, die beiden sind nämlich auch befreundet, sehr gut. Das hat Franzi nämlich auch selber gemacht, hier das Peeling. Ja, und hier steht genau drin. Wow, kannst du damit in Serie gehen, Renate?
MHD 04/2019. Perfekt. Schöne Box, tolle Idee. Alles richtig gemacht. Dann haben wir hier eine kleine Klatschverpackung. Auch immer wieder schön und auch wirklich einfach. Muss ich auch demnächst mal als Anleitung unbedingt machen. Die ist von, tja, kein Name, tut mir leid. Schade. Hätte ich jetzt gerne genannt. Hier ist eine Verpackung, lecker steht drauf. Da ist kein Name dran und ich muss das jetzt hier leider so ein bisschen brutal öffnen, um mal zu gucken, ob innen drin was ist. Ah, das ist ja was hier für meinen lieben Mann, Haribo Roulette. Woher, wer immer du warst, woher wusstest du, dass mein Mann diese Dinger so gerne isst? Werde ich gleich mal beiseite legen. So, weiter geht's. Auch wieder ein, ist leider ein ganz bisschen verknickt hier, eine selbstschließende Box. Schauen wir mal. Da ist Douglas Deluxe Handcreme Toffee Apple. Wow. Leider auch hier kein Name. Oh, ihr müsst echt Namen ranmachen. Das ist ja schade. Ich würde es so gerne erwähnen, von wem das ist. Weil steckt ja auch viel Arbeit drin. Ja, dann hier eine kleine Schachtel mit dem Wellenmuster. Ah, die ist gar nicht zusammengeklebt. Och, ist das niedlich. Ist das niedlich? Das ist ja hier so ein Panorama. Ach nee, die kleine Meerjungfrau, die Dinger da, die, wie heißen die denn da jetzt? Komm jetzt. So, schauen wir mal, was da so draufsteht. Da ist ein Name versteckt. Jacqueline Renoir. Ah, das war die Kollegin von Jacqueline Seidel. Sehr allerliebst, muss ich ja sagen. Hier eine kleine Streichholzschachtel mit den Regenbogen-Framelits auf Aquarellpapier gestempelt und ja, aquarellig koloriert. Stempel einfach Silvia Schreck. Schauen wir mal. Jetzt ist das so gut zugeklebt. Ich möchte das auch ungern immer so kaputt machen. Das tut mir auch echt ein bisschen leid. Was ist das? Ein Stück Seife? Ah, Seife. Ach, ist ja auch niedlich. Passend hier zum Äußeren, ne? Total süß. Dankeschön. Also, ich habe jetzt Handcreme, ich habe Seife, ich habe ein Peeling, ich habe eine Duftkerze. Wow. So, weiter geht's mit einer kleinen Schachtel. Sicherlich mit dem Umschlagbrett hier gemacht, das sieht man. Und wollen wir schauen. Nurit Kloppenburg. Sehr schön stimmig die Farben. Dann, die ist mir irgendwie aufgegangen. Die wollte ich auch immer schon mal basteln. Das ist hier so eine Also irgendwie eine Box, die hat glaube ich einen Namen. Ich weiß es jetzt nicht. Wenn du das weißt, schreib es mir doch mal drunter im Kommentar. Das ist von Andrea. Stampastar.blogspot.de. Ach, Stamp ist da, Entschuldigung. Stamp ist da, Andrea Montillet. Und eine Anleitung zu diesem Projekt erscheint auf meinem Blog. Na, denn mal los. Und Schokolade, die nehme ich erstmal gleich raus, damit wir die hier schon mal sichergestellt haben. Sehr schön, das ist wie der Swap von der Helga Hopen, den ich im letzten Video gezeigt hatte. Den habe ich hier auch noch zu liegen. Die Helga hatte das ja auch weiß embossed und blau koloriert und die Andrea hat das jetzt hier weiß embossed und ganz mit zartrosa von hinten koloriert. Super, super süß. Gefällt mir sehr gut. Und dann sehe ich hier gerade, hier ist nochmal dieselbe Box in Mini. Hammer. So kleinlich. Es steht auch kein Name dran. Also... Mal schauen, ob wir das hier irgendwie so gut... Nee, das hat keinen Sinn, das scheint auch kein Name zu sein. Das ist auch so gut verklebt, das würde ich jetzt kaputt reißen. Dann haben wir hier eine... Hallöchen. Bianca Werner. Bianca hatte auch eine tolle Vorführung auf der Bühne. Bianca hat hier eine Schachtel gebastelt, genau, wo das Oberteil praktisch
über das untere drüber geschoben wird. Schöne Idee. Und was ist, ach, jetzt ist auch noch, also jetzt ist ja hier der Wellness-Tag, der ist ja jetzt hier gesichert. Jetzt habe ich hier auch noch eine Haarkur bekommen. Also, ja, also Peeling, Haarkur, Kerze, Tee, Handcreme. Schauen wir mal, was noch so kommt. So, diese Schachtel hat leider keinen Namen. Jetzt kommt auch noch jetzt kommt auch noch der Nagelbalsam mit Bienenwachs. Schade, dass diejenige keinen Namen dran gemacht hat. Also wer immer du bist, vielleicht schaust du das, dann kannst du ja im Kommentar noch schreiben, dass diese Schachtel von dir ist. Das ist die Schachtel voller Liebe, genau, von der lieben Angelika, von meiner Downline, die mir auch noch einen Swap geschenkt hatte. Den hatte ich im ersten Video schon gezeigt. Jetzt kommt wahrscheinlich jetzt kommt das Badekristall. Also wie gesagt, der Wellness-Tag ist gesichert. Jetzt habe ich hier auch noch das Badekristall für die Badewanne. Peeling. Jetzt müsste eigentlich noch ein bisschen was... Ja, das ist auch ganz spannend. Da hat jemand Buttons selber gemacht. Jana Krause. Ganz süß hier mit der Flasche da dran. Und wenn man diesen Button umdreht, dann ist da ein Flaschenöffner. Das heißt, ich kann jetzt auch noch... Ja gut, ich würde dann eine Flasche Rhabarberschorle aufmachen damit, ne? Und dann für die Badewanne halt. Ja, so, jetzt haben wir noch ein ganz paar Sachen. Hier ist die süßen Früchtchen mit die süße Erdbeere in einer Streichholzschachtel. Mal, da kommen wir wieder zu dem Schmetterling. Diesmal auf Schrumpffolie und in bunt angemalt ein Schlüsselanhänger. Janas Paper Dreams, Jana Müller. Sehr süß. Dann haben wir diese weltberühmte Origami-Schachtel, wo ich immer erst dreimal gucken muss, wie ich die aufkriege. Dabei ist das ganz einfach. Also, genau, das ist nämlich nur ein Papierstreifen, der gefaltet wird und dann wird der halt geknickt und zusammengesteckt. Und das ist von Andrea Richter. Schokolade auch gleich mal rausnehmen. Jetzt haben wir hier nochmal, was ist denn da drin? Susanne Steinhaus. Hat sie da was geschrieben? Seifenblasen. So, jetzt liege ich in der Badewanne, habe die Haarkur drin, habe die Badekristalle in der Wanne und dann blase ich ein paar Seifenblasen in die Luft. Sehr schön. Als wenn ich es irgendwie abgesprochen hätte, aber ich habe das tatsächlich einfach so. Nur so sortiert. Dann kommt ein Stempelreiniger von Tanjas Stempelauszeit. Wie heißt der? Der Name ist Tanja Köppens. Genau. Und ein Bonbon kann ich dann auch noch gleich lutschen. Stempelreiniger kann man ja immer gebrauchen. Ne? So, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Die weltberühmte Dreieckschachtel in Mini-Format, total niedlich. Und schauen wir mal, was da drin ist. Da ist ein Bonbon drin und das ist von Daniela Müller. Und hier ist nochmal wieder, nee, das war ja jetzt diese Origami-Schachtel, die man so aufdrückt. Vorsichtig, komme ich da nicht ran. Da hat jemand das Papier da jetzt reingelegt. Nee, das kriege ich jetzt nicht raus, ohne das irgendwie kaputt zu machen. Da muss ich doch mal gucken. Ja, das war meine Ausbeute. Also wie gesagt, ich kann jetzt mich peelen. Ich kann baden. Ich habe hier noch ein Stück Seife. Ich habe den Flaschenöffner für die Rhabarbersaftschorle. Ich habe diverse Handcremes, Schokolade, eine Duftkerze. Ach, das war ja der Lippenpflegebalsam von Alexandra. Genau, das ist nämlich dieser EOS Lippenpflegebalsam. Ja, jetzt ist alles gut und ich denke, der Tag kann beginnen. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für meine beiden doch unüblich längeren Videos. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wenn du Fragen hast zu irgendeiner von diesen Verpackungen, schreib mir das am besten unten im Kommentar. Ich bemühe mich, das zu beantworten oder ich verlinke dann auch gern die Urheberin, dass du da zur Not Kontakt mit aufnehmen könntest, um mal nachzufragen, wie irgendwas gebastelt wird. Und ich werde definitiv das ein oder andere nachbasteln bzw. auch als Anleitung vorstellen.
Und ja, wir kriegen ja jetzt bald neue Farben. Das heißt, ich werde auf jeden Fall meine neuen Projekte dann auch mit neuen Farben arbeiten, damit dann auch immer alles brandaktuell ist. Ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.